Grüße ich euch zu unserer Löwenrunde vom Auswärtsspiel morgen beim SC Freiburg 2. Agi Janikis neben mir begrüße ich natürlich auch. Und wie immer starten wir mit euren Fragen. Mikros liegen bereit. Olli Gris greift schon zu. Geht's los. Ich fange gleich an, Herr Janikis. Es gab ja einige Wackelkandidaten in dieser Woche. Wie schaut's aus? Sind alle einsatzfähig, mit denen man eigentlich planen konnte? Oder was Sie schon Anfang der Woche gesagt haben, Jesper Verlaat, Joel Schwarz, können die spielen morgen? Ja, guten Morgen zusammen. Joel hat schon am Dienstag angefangen, wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Gestern auch zum ersten Mal, glaube ich, auch beschwerdefrei, laut seinen Aussagen. Und Jesper hat gestern das erste Mannschaftstraining gemacht, sah auch ordentlich aus, müssen gucken. Ja, wir haben gleich noch ein Training, wie es reagiert und wie es das letzte Training auch verkraftet. Ja, ansonsten Milos Čočić ist zurück aus seiner Krankheit. Und Mansuru Takpa und Luki Reich kamen gesund aus ihren Nationalmannschaftsabstellungen und Einsätzen zurück. Ruben? Das heißt, so wie es aussieht, fahren beide mit. Jesper und. Wenn das Training heute genauso verläuft wie das gestrige, dann gehe ich von aus, dass beide mitfahren. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Gefahr in dem morgigen Spiel? Ja, wir denken nicht in Gefahren, wir denken in Chancen, Lösungen. Es ist ein Spiel, wo wir jetzt nach drei unglücklichen Ergebnissen wieder gewinnen wollen. Natürlich die Tabellensituation von Freiburg ist so, dass sie letzter sind, aber die Formtabelle der letzten fünf Spiele zeigt auf, dass sie 10 Punkte geholt haben, dass sie die Hälfte ihrer Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt haben, nur eine Niederlage hatten, das gegen Sandhausen, haben mit Ferl die höchsten Ballbesitzzeiten und auch die Passanzahl der Liga. Das heißt, es ist eine spielstarke Mannschaft, ja, und darauf gilt es, uns einzustellen. Gibt es Spieler, die Sie besonders im Blick haben beim Gegner? Ich denke da an einen bestimmten Stürmer. Ja, Bräuning ist klar, der glaube fast jedes zweite Tor von Freiburg erzielt, großer, gefährlicher Stürmer, ja, aber Freiburg als Mannschaft spielstark, und dennoch glauben wir und sehen uns in der Lage, unsere Stärken auf den Platz zu bringen, ja, darauf haben wir die Woche gearbeitet und wollen das Spiel gewinnen, das ist klar. Thomas? Sie sagen ja, zwar wieder angeschlagen, ist denn dennoch vielleicht ein Startelf-Einsatz schon denkbar bei ihm? Joel war ja lange verletzt und hat jetzt einen sukzessiven Aufbau von uns bekommen, mit progressiven Einsatzzeiten Erhöhung, und die 10 Tage, die jetzt ausgefallen hat oder ausgefallen ist nach seiner Wiederverletzung, glaube ich, hat nicht geholfen, dass er die nächsten Schritte macht, um dann auch körperlich in der Lage sein, 90 Minuten durchzustehen. Wie schwierig war es denn in den letzten 2 Wochen, eine Defensivformation einzustudieren, defensive zu trainieren, nachdem mit Verlaat und Reintaler immer wieder 2 elementare Spieler ausgefallen sind? Ja, jetzt haben wir mit Glück der Nächste, der im nächsten Spiel ausfällt. Das wussten wir auch mit der 5. gelben Karte. Wir haben das Linz-Spiel auch genutzt, um da Sachen auch zu testen und zu probieren. Wie gesagt, wir denken Lösungen. Die Sachen passieren während der Saison, dass Spieler ausfallen. Ja, dass natürlich jeder Kader ein Thema bekommt, wenn 3 Innenverteidiger gleichzeitig ausfallen, ist auch klar. Ja, und dennoch haben wir Jungs, denen wir es zutrauen, da auch leistungsbereit zu sein und die Leistung abzurufen, die erforderlich ist. Sie haben nach der roten Karte gegen Malon Frey gesagt, dass Sie in der Kürze der Zeit zuvor noch nicht alles trainieren konnten, was Sie im Kopf hatten. Haben Sie die Länderspielpause jetzt genutzt, um hier mit der Mannschaft noch weitere Varianten einzustudieren? Ja, wir haben in dem Rahmen, den wir uns erarbeitet haben, Sachen verfeinert. Das hat man auch gegen Linz gesehen, dass wir Sachen da draufgepackt haben, phasenweise auch mehr Lösungen auf dem Platz gegen bestimmte Gegnerverhalten dann auch erzeugen können. Ja, aber dennoch ist es in Summe nicht der große Neuaufbau oder Inhalteaufbau gewesen, weil, wie gesagt, auch zu viele Spieler auch verletzt waren oder weg waren und krank waren. Oliver? Erwarten Sie sich morgen eine besondere Gegenwehr von Niki Lang? Ist ja ein Spieler von euch prinzipiell, ist die letzte Chance von Freiburg. Er will sich natürlich auch beweisen, vor Ihnen auch, dass es vielleicht ein Fehler war, ihn
ihn abzugeben im Winter? Ja, die Situation Niki Lang haben wir ja besprochen zu damaligen Zeitpunkt, als ich kurz da war, ging es um Einsatzzeiten, die ich nicht garantieren konnte, und es ging um eine Weiterentwicklung des Spielers, und ich glaube, seine Leistungen sind sehr vielversprechend und wir freuen uns auf ihn, dass er im Sommer wieder zurückkommt und so wie es aussieht auch sehr stark zurückkommt. Ja. Ob Diebstahl, Vandalismus oder Sturzschäden, mit der Fahrradversicherung der Bayerischen bist du rundum abgesichert. Egal ob Fahrrad oder E-Bike. Hol dir jetzt die Bike Protect Fahrradversicherung von der Bayerischen. Haben Sie Mansur Orhun-Tugbah, der seine Rennspielpremiere gefeiert, 20 Minuten, ich habe es mal angeschaut, die letzten 20 Minuten, haben Sie es auch gesehen oder? Ja, kurz reingeschaut, aber wir kriegen ja von der Nationalmannschaft, von jedem Spieler ja einen Bericht und den habe ich mir exakt durchgelesen. Ja, freuen uns, dass Spieler sich entwickeln, Luke Reich oder Mansur Orhun-Tugbah ist auch eine Bestätigung, dass die Jungs gut arbeiten, gut gearbeitet haben und dass wir talentierte Jungs in eigenen Reihen haben. Was stand denn drin bei Mansur Orhun-Tugbah? Sehr ausführlich, aber in Summe stand drin, dass er sehr zufrieden war mit ihm. Das jetzt auf den Punkt gebracht, auch von seinem Verhalten neben dem Platz und auf dem Platz sehr zufrieden war mit ihm. Also darf er wahrscheinlich wieder kommen, oder? Der steigert ja auch seinen Wert. Es ist nicht meine Entscheidung, aber laut dem Bericht glaube ich, dass er jetzt sich wenig zu Schulden kommen lassen hat und nicht mehr kommen darf. Rechnen Sie damit, dass morgen spielt der SC Freiburg 1, spielt ja auch morgen fast zur gleichen Zeit. Rechnen Sie damit, dass vielleicht der eine oder andere, der normalerweise für die zweite Mannschaft eingeplant ist, vielleicht nach oben rutscht, das möglicherweise dann auch ein Vorteil für euch sein könnte? Nee, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir haben eine erwartete Aufstellung von Freiburg, die aus den letzten Spielen da herausgeht. Und darauf bereiten wir die Mannschaft vor und alles andere ist nicht in unserer Hand. Anschließend an die Frage zu Orhun-Tugbah, wie wichtig ist Ihnen eigentlich so der Blick in den eigenen Stall, sage ich mal, in anderen Abführungen, auch perspektivisch gesehen? Ja, sehr wichtig. Ich glaube, Jungs bekommen ja auch Einsatzzeiten, die auch recht jung sind, ob es jetzt Mansur ist, mit Michi Glück. Wir haben im Training auch spannende Trainer dabei, die wir weiter fortführen und entwickeln wollen. Wir haben talentierte Jungs hier, ja, und natürlich ist es wichtig. Thomas? Ich habe natürlich wieder zwei taktische Fragen dabei, die muss ich jetzt allerdings vorlesen. Freiburg kommt oft und variantenreich in die Halbpositionen tief im letzten Drittel und löst von dort die Penetration der Box aus. Speziell wenn die Breisgauer über lange diagonale Pässe dort attackieren, herrscht beim Gegner oft Chaos in der Defensive. Und Freiburg findet so Räume in der Box. Haben Sie dagegen schon ein Patentrezept entwickelt? Wir analysieren den Gegner natürlich, jeden Gegner, der uns immer vor Aufgaben stellt in ihrer Spielweise, in der Spielweise. Und Freiburg hat ein variantenreiches Spiel mit Kurzpässen, aber auch, wie Sie sagen, diagonalen Pässen in Richtung Stürmer, wo sie dann Angriffe auslösen. Ja, und natürlich haben wir die Mannschaft darauf vorbereitet und trainieren drauf. Wo machen wir weiter? Thomas? Ich habe nur eine, ja. Eine habe ich noch im Köcher. Über die Flügel attackiert Freiburg im letzten Drittel eher selten und wenn, dann arbeiten die Breisgauer selten mit hohen Flanken, sondern am Boden über inverse Einzelaktionen oder Kombinationen und flache Zuspieler in die Mitte und den Rückraum der Box. Tiefe Verdichtungen auf der jeweiligen Seite könnten den Zahn ziehen, lassen aber ein Restrisiko, wenn dann doch die Flanke kommt. Wie sehen Sie diesen Aspekt der Freiburger Offensive? Ja, das ist ein ganz normaler Aspekt, wenn Freiburg in ihrem 5-3-2, 3-5-2 das Zentrum so überladen hat, dass da eher der Fokus drauf liegt und deren Außenverteidiger im letzten Drittel reinkommt. Ja, und ihr Kombinationsspiel ist ja flach. Nochmal, wir haben die Mannschaft darauf vorbereitet, auf das, was Freiburg macht. Und dennoch haben wir unsere Spielweise und unser Spiel, das wir auch da durchbringen wollen. Wenn man auf euer Spiel kommt, gibt die berühmten Keys to the Game. Was sind die aus 60 Sicht? Keys to the Game. Keys to the Game bedeutet für uns, dass wir das beibehalten, was gut war und das so intensiv wie möglich auf den Platz bringen wollen, aber aus den letzten Spielen unsere Sinne schärfen in die Situationen, die in den 16ern passieren. Ist es ein mahnendes Beispiel für Sie? Gestern hat die U21 beim letzten 6-0 verloren oder 0-6 verloren. Ist es für Sie auch ein mahnendes Beispiel oder auch nehmen Sie das möglicherweise auch bei der Spielerbesprechung her, dass man, klar ist es Bayernliga, okay, ihr spielt dritte Liga, aber trotzdem die Konstellation,
gegen den Letzten zu spielen, ist ja nicht so einfach. Und hat man ja gestern gesehen, zum Beispiel bei der U21 in der Bayernliga. Ja, nochmal, dass wir gegen den Letzten spielen, aus der Gesamttabelle ist klar, aber wir spielen jetzt gegen Freiburg und die haben jetzt eine gute Form und ich glaube, das mahnt genug, dass wir nicht auf die Tabelle schauen, sondern Freiburg hat aus den letzten 5 Spielen 10 Punkte geholt. Ja, das ist mahnend genug, glaube ich. Und dass in der dritten Liga kein leichtes Spiel ist, das habe ich schon vorher gesagt. Ja, und das weiß die Mannschaft auch. Und ja, da bleibe ich dabei. Wie kauft man Freiburg jetzt einen Schneid ab? Mit großem Kampf wahrscheinlich auch, oder? Ja, es braucht eine ganz hohe Intensität, es braucht eine gute Leistung. Mit Halbgas wirst du Freiburg nicht schlagen können. Die haben zu Hause Mannheim geschlagen, die haben Lübeck geschlagen zu Hause. Das heißt, wir brauchen eine maximal gute Leistung mit einer hohen Intensität, wo wir auch in Phasen auch wenn es jetzt eine Mannschaft ist, die unten ist im Moment, oder wo unten ist, auch eine Leidensfähigkeit in Spielphasen und dennoch einen klaren Kopf in unseren Aktionen. Gibt es noch Fragen? Keine mehr? Dann sage ich vielen Dank. Allen, die nach Freiburg fahren, gute Anreise. Und allen natürlich heute schon von uns schönes Osterfest. 3 Punkte wünschen wir uns dazu. Und dann bis bald. Danke.